Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Unterwegs zu ein paar Sklavenhändlern, da brauchen wir dann jetzt Ausrüstung und dort... Und wenn wir die haben, können wir dann zum Pit und gucken, ob wir da vielleicht ein paar Leute befreien können. Das scheint ja ziemliche Sklavenhochburg zu sein. Unschön, aber sowas gibt's halt auch. Ich glaube, wir haben hier was gefunden. Eisenbahntunnel. Sie sind nicht der, auf den wir warten, also gibt's auch nichts weiter zu bereden. Okay. Hey, was hämmerst du denn da? Hey, kommen Sie vielleicht aus Pit? Ja, Sie liegen schon richtig. Ich bin hier, um die Sklaven zu kaufen. Wird auch verdammt nochmal Zeit, dass Sie sich blicken lassen. Wir warten hier schon eine Ewigkeit. Alles klar, Mann. Sie sind jetzt hier. Ich hoffe nur, dass Sie auch bereit sind, Geschäfte zu machen. Wir haben drei. Standardpreis pro Kopf 200. Der Boss hat gesagt, nur Geschäfte gegen Bar. 300, 600 für alle drei? Ja gut, einverstanden. Endlich! Hier ist der Schlüssel zum Tor. Machen Sie damit, was Sie wollen. Mir wurscht. Ach ja, Eulogy lässt Ihrem Kontaktmann sagen, es tut ihm leid, dass es nur drei waren. Nächstes Mal bringen wir mehr. War mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Na gut, dann haben wir hier mal das Ganze friedlich gelöst. Oh mein Gott, im Ernst jetzt? Sie sind hier, um uns zu retten? Wohin gehen wir? Das habe ich nicht gesagt. Ihr seid frei, aber ich brauche eure Hilfe. Ich muss mich als Sklave verkleiden. Moment, wir sind frei? Im Ernst jetzt? Sie haben teures Geld bezahlt, nur um uns gehen zu lassen? Sie sind entweder der gütigste oder der dümmste Mensch auf dieser Welt. Wie auch immer. Danke. Ich helfe gern. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Was kann ich für Sie tun? Ja, gütig und dumm liegt ja meistens eng beieinander. Ich brauche Sklavenkleidung. Wo kann ich denn welche bekommen? Der Kerl da drüben auf der Matratze ist gestern Nacht gestorben. Und ich weiß nicht mal seinen Namen. Wenn Ihnen der üble Geruch nichts ausmacht, nehmen Sie doch einfach seine Klamotten. Prima, danke. Und seid da draußen vorsichtig. Wir werden aufpassen. Und nochmal danke, Fremder. Unser Leben verdanken wir Ihnen. Karma. So, zerfetzte Sklaven-Outfit. So. Da kommt zum Glück Werner gerade angerannt. Ich ziehe mir das direkt schon mal an. Ist echt nicht gut. So. Heiß, oder? Na gut. Ausgezeichnet. Sie haben eine Verkleidung. Gut, wunderbar. Jetzt kann es losgehen. Wir treffen uns beim Tunnel Richtung Pit. Besorgen Sie sich, was immer Sie für diesen Trip brauchen. Ich hätte zuerst ein paar Fragen. Ach ja? Schießen Sie los. Erzählen Sie mir von Ihren Leuten. So wurde die Stadt auf den Rücken von Sklaven erbaut. Wir sind krank. Und unser Leid ist groß. Was möchten Sie noch wissen? Wer hat denn in Peters Sagen? An der Spitze sitzt ein Kerl namens Asher. Keine Ahnung, wo er herkam. Aber er ist stark genug, alle anderen Bosse in Schach zu halten. Die Bosse, nun, sind ein bunt gemischter Haufen boshafter kleiner Dreckschweine. Aber sie haben die Knarren und damit die Macht. Asher sorgt dafür, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen und uns immer schön zur Arbeit zwingen. Gibt es jemanden, der ihnen hilft, ihre Leute zu befreien? Midea hilft uns. Sie ist auch Sklavin, wie ich. Sie trommelt die Leute zusammen. Sie wird wissen, wann es soweit ist. Woher kommen ihre Leute? Einige von uns wurden in Pit geboren. Eigentlich die meisten. Manchmal bekommen die Leute Kinder, bevor sie krank werden. Aber der Bedarf nach Sklaven ist gewachsen. Asher hat begonnen, sie zu importieren. Haben Sie sich schon mal gefragt, wieso es hier so viele Sklavenhändler, aber kaum Sklaven gibt? Die Händler in dieser Gegend versorgen Pit.
Ah, okay, das macht tatsächlich Sinn. Reden wir über etwas anderes. Alles klar, Held. Erzählen Sie mir von Pitt. Was wollen Sie denn genau wissen? Wie hat es denn alles mit der Stadt angefangen? Nach dem Krieg hat sich die Stadt in ein Drecksloch verwandelt. Die Gebäude zerfielen und die Krankheiten haben die Leute gegeneinander aufgehetzt. Einige von ihnen verändern sich. Sie wissen dann gar nicht mehr, wer sie sind. Sie töten, bumsen und fressen nur noch, wie die Tiere, Mann. Manchen geht es noch einigermaßen gut. Ja. Jedenfalls kamen vor rund 30 Jahren dann diese Bruderschaftstypen und machten alles platt. Sie haben das ganze kranke Pack getötet. Alles, was zu kampflustig war. Kaboom. Danach nahmen sie mit, was sie gesucht hatten und gingen wieder. Erzählen Sie mir, was die Bruderschaft getan hat. Nun, so übel Pitt jetzt auch sein mag, es gab noch schlimmere Zeiten, viel schlimmere. Es herrschte Chaos. Jeder war auf sich allein gestellt. Etwa um die Zeit, als ich geboren wurde, fegte die Bruderschaft durch die Stadt und tötete alles, was sich zu wehren wagte. Die halbe Stadt war tot, als sie wieder gingen. Es war ein furchtbares Gemetzel. Aber die Schlimmsten der Schlimmsten hatten sie ausgemerzt. Wenn die Bruderschaft nicht gekommen wäre, hätte es Asher, glaube ich, nicht geschafft, derart die Macht an sich zu reißen. Was geschieht mit den Leuten, die krank werden? Es ist schwer zu beschreiben. Es ist scheußlich. Und es wirkt sich auf jeden anders aus. Doch je länger man dort ist, desto schlimmer wird es. Einige werden einfach krank und sterben. Andere werden verrückt und verlieren völlig den Verstand. Sie leben in der Stadt. Wir nennen sie Wilde. Und die Schlimmsten, hoffe, dass sie denen niemals begegnen, werden zu Tieren und vergessen, wer sie sind. Sie töten, bumsen und fressen nur noch. Aber dieses Heilmittel kann dem ganzen Spuk vielleicht ein für alle Male ein Ende bereiten. Wer lebt dort? Die Stadt wurde auf dem Rücken der Sklaven, meiner Leute, erbaut. Wir sind krank und unser Leid ist groß. Sie haben die Stahlwerke wieder in Gang gesetzt. Und unsere Aufgabe ist es, den Stahl einzuschmelzen und umzuschmieden. Wofür, weiß keiner. Aber der Kerl an der Spitze, dieser Asher, hat mit Sicherheit einen Plan. Darauf können Sie Gift nehmen. Gut, reden wir über etwas anderes. Alles klar, Held. Gut, ja, ich muss jetzt gehen. Wir zählen auf Sie. Na? Gut, dass ihr euch beiden jetzt auf einmal versteht. Ja gut, ich habe alles, was ich brauche. Dann gehen wir mal zu den Tunneln. Wenn Sie bereit sind, dann springen Sie auf den Wagen. Okay. Dieser Tunnel mündet in einem komplizierten Netz von Tunneln und alten Highways, die weit nach Nordwesten bis nach Pitt führen. Die Reise wird rau und entbehrungsreich sein. Sie werden nur wenige Vorräte dabei haben und Sie können erst wieder zurück, wenn Sie Ihre Aufgaben dort abgeschlossen haben. Wollen Sie wirklich nach Pitt reisen? Jawohl. Möchte ich. Moment, da kommt jemand. Das Reden übernehme ich. Okay, dann mach mal. Hey, was soll denn das? Ich könnte dieselbe Frage stellen. Ganz schön mutig, hierher zurückzukehren, Werner. Ach ja? Nun, ich denke, das unterscheidet uns voneinander. Ich hab Mumm. Okay. Dann helfen wir mal ein bisschen. Na, da oben muss ich halt dann mal gucken. Da habe ich jetzt gerade nicht die richtige Waffe dafür. Dachtest du, du kannst dich verstecken, was? Der ist nicht schlecht. Der ist doch tot. Da kommen noch mehr. Na, Ruf sollte sogar reichen bei denen. Hoffe ich mal, dass es trifft. Jawohl. Worauf warten Sie? Machen Sie schon. Der ist tot, Kollege.
Hat allerdings noch Munition dabei. Wie gesagt, das Zeug nehme ich mit, das wiegt ja nichts. Ebenso wie die Kronkorken und ein Stimpack. Gut, dass du unendlich Munition hast, ne? So, dann sind wir wunderbar schleichend vorangekommen. Ich würde gerne diese Reste aufnehmen. Na gut, dann können wir den da oben leider nicht plündern. Ich nehme mal die Kampfflinte, dann kann ich meinen nämlich reparieren. Hier war ja auch ein bisschen lädiert. Ich habe sogar schon zwei dabei. Okay. Sehr schön. Okay, so viel dazu. Speichern wir. Dann mal ab rein da, würde ich sagen. Ich kann nur bis hierher mitkommen. Ab jetzt sind Sie auf sich allein gestellt. Wenn Sie sich wie ein Sklave verkleiden, sollten Sie die Tore problemlos passieren können. Wenn Sie einmal drin sind, suchen Sie eine Sklavin namens Medea. Sie wird Ihnen helfen können. Denken Sie dran. Ihr Ziel ist es, sich Zugang zu Escher zu verschaffen und das Heilmittel zu finden. Sobald Sie es haben, melde ich mich bei Ihnen. Kann ich sicher keine Waffe damit reinschmuggeln? Naja, gut versteckt können Sie vielleicht eine kleine Knarre oder ein Messer an Ihnen vorbeischmuggeln. Ich kann das für Sie organisieren. Wenn man Sie aber damit sieht, kann ich nicht versichern, dass man Sie nicht einfach niederknallt. Wollen Sie die Knarre oder das Messer? Ich nehme die Knarre. Okay, hier. Aber erst rausholen, wenn wir das Tor passiert haben. Ist klar, was zu tun ist? Reingehen und mit der ausfindig machen. Verstanden. Genau. Viel Glück. Wir zählen auf Sie. Ich habe bisher keinen Grund, ihm nichts zu trauen. Na gut, dann mal los. Auf zum Pit. Brett Pit. Na, da haben wir schon den Highway. Mit Brücke. Ja, und Pitt war mal Pittsburgh. Fand ich auch ganz witzig damals, als ich es gesehen hatte. So. Hier waren wir wieder in Deckung. Denn hier lagen noch ein paar Minen rum. Obwohl, ich glaube, ich habe ja den Perk, dass wir es nicht mehr auslösen, wenn wir drüber rennen. Glaube ich. Wie gesagt. Grr. Wieso grr? Und bumm. Ah ja, hopp. Na komm, darüber bitte. Weg mit euch, Hündchen. Ja, ich glaube, wir lösen die Dinger gar nicht mehr aus. Ich glaube, die Maulwurfsratte hat es einfach zerlegt. Bist du auf eine Mine getreten? Aber sehr praktischer Perk, muss ich zugeben. Das ganze Zeug da mal gefahrlos entschärfen. Sonst da jetzt keine Gedanken drüber machen. Ganze Menge, aber es gibt ja halt auch eine ganze Menge XP oder zumindest verhältnismäßig viel XP. Wenn man das mal aufaddiert. Aber gut, macht ja Sinn. Die wollen ja auch, dass ihre Sklaven da nicht entkommen. Von daher ist so ein Minenfeld eine relativ effektive Methode, die Leute daran zu hindern.
Ja, die zum Beispiel. Vergesst nie. Idioten. Guck doch mal nach den Minen hier. Können wir mit dir reden? Warte. Nein. Okay, wir können nicht mit ihnen reden. Ich muss wegen dir jetzt ein Stimpack benutzen. Meine guten Stimpacks. Na gut, ein bisschen Verlust ist immer. Hallo. Was? Einer von Ihnen kommt zurück? Bescheuerte Sklaven, öffnen Sie das Tor. Das ist aber nett. Na, Max? Da kommt doch glatt noch ein Sklave nach Hause gekrochen. Hast's nicht mal über die Brücke geschafft, was? Würde ich am liebsten platt machen. Warum sollte ich... Warte! Was zum... Sieh mal einer an. Wo hast du denn den ganzen Krempel her? Egal, gehört jetzt mir. Danke, Hiwi. Hab heute scheinbar das Große losgezogen. Also rein mit dir und zurück an die Arbeit. Das nächste Mal wirst du den Trox da draußen als Spießer wird. Alles klar. So, damit werden wir mein Zeug los. Oh, das war ein nettes Gewehr. Cool. Du auch. Naja, dann ab nach Downtown. Hallo, Pete. Deine Freunde sind tot. Und du bist es ebenfalls, wenn du nicht redest. Du hast ihn zur Flucht. Das weiß ich genau. Ja, ist sehr gut hier. Wir können sie auf die einfache oder die Idee. Ja, irgendwie gar nicht mal so schön hier. Lauter Sklaven. Gibt's halt auch eine Menge Metall. Aber gut, ich werde mir erstmal dem Questfile folgen. Ah, da bist du ja mit dir. Werner hat sie geschickt, nicht wahr? Gut. Er hat also endlich jemanden gefunden. Wir dürfen nicht so offen miteinander reden. Kommen Sie so bald wie möglich in mein Haus. Dort werden wir uns dann unterhalten. Okay, gerne. Dann folgen wir dir mal unauffällig. Ich glaube, das war ja da hinten irgendwo das Haus. Immerhin hat sie ein eigenes Haus. Das ist ja wahrscheinlich so die Obersklavin hier. Die Wachen beobachten mich unablässig. Ja, man sieht's, ne? Verpiss dich. Och. Da ist nichts Interessantes drin. Ah, das ist hier, genau. Das waren die wir gekriegt haben. Naja, ist besser als nix. Denke ich. Na komm, ich möchte... Sonst werden die Wachen argwöhnisch. Folgen wir dir mal in dein Haus. Nicht arbeiten? Nö. Arbeiten. Pff. Wer hat dir denn diese Flausen in den Kopf gesetzt? Ups. Hi. Kommt der einfach mal so runtergefallen? Los, weiter, Faulenzer. Ah, hi Kai. Ja, was gibt's? Was tust du denn? Sollst du nicht arbeiten? Aber ich bin doch gerade bei der Arbeit. Wohl neu hier, was? Ich serviere den Saufraß den anderen Sklaven. Falls sie Hunger haben, sagen sie Bescheid. Gut ist, dass es von dem Schund hier reichlich gibt. Ist aber größtenteils verstrahltes Wasser und Trockfleisch. Wollen sie nun was oder nicht?
Geben Sie mir was zu essen. Und das ist wie ein Todesurteil. Hier. Geil, Matsch. Jam, 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 jam. Sehr gut. Leckeren Matsch. Gut, ich sehe gerade, es ist doch an der Zeit, die Folge hier zu beenden. Von daher lege ich mich gerade noch mal eine Stunde hin. Dann wäre ich zumindest wieder geheilt. Und dann werden wir in der nächsten Folge werden wir mit Medea mal reden. Mal gucken, was sie für uns hat. Und was das jetzt hier alles wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.